Herzlich willkommen beim kleinen Freitag. Heute ist Donnerstag und wir spielen heute Mass Effect und zwar in der Legendary Edition. Und wie ihr seht, sind noch ein, zwei kleine Nebenmissionen offen. Und ich wollte sie eigentlich auf Stream machen. Hab auch schon einen Salarianer-Tag gefunden, aber wollte jetzt auch nicht länger warten, sondern live gehen, sonst lohnt sich das für mich tatsächlich nicht mehr. Deswegen müsst ihr jetzt leider mit mir durch die Galaxie reisen. Ich gebe mein Bestes, dass ich so schnell wie möglich durchkomme durch diese eine Quest. Ich habe mir schon mal eine Liste aufgerufen mit all den Dingen, die noch zu finden sind oder mit all den Systemen und Planeten, wo ich diese Tags finden könnte. Und das werde ich dann jetzt entsprechend tun. Und ja, werde jetzt erstmal schauen. Moment. Warte mal gucken, ob alles soweit okay ist hier. Jawohl. Funktioniert alles. Alles wunderbar. Cool. Dann können wir weitermachen. So, nochmal das Ganze. Und wir wollten in den Attica Beta Sternhaufen. Attica Beta. Hier, das ist, glaube ich, wo Pharos war, genau. Ins Herkules-System. So. Und dann ist das dieser schöne Planet. Den, da haben wir nichts. Beziehungsweise den haben wir schon erforscht. Dann gehen wir weiter nach Gemini Sigma. Ich werde also erstmal die ganzen gescannten Planeten oder da, wo es reicht zu scannen, da werde ich jetzt erstmal hinfliegen. Ich werde da kurz scannen und dann, wenn da nichts sein sollte, dann müssen wir tatsächlich nochmal landen. Und ja, auch da hoffe ich, dass wir da nicht allzu viel Zeit verplempern werden. So, Ming Altonach. Quatsch, Altanorch. Altanorch, wie auch immer. Da. Da ist auch nichts. Dann gehen wir Hades Gamma. Das sind beide zum Landen. Dann haben wir Hawking Eta, das müsste hier irgendwo sein, genau. Ins Century-System. Und da brauchen wir den Planeten Tarupto. Schauen wir mal. Auch nichts. Ich ahne Schlimmes. Ja, dann Strennus oder wie auch immer das dieser Sternhaufen auch heißen soll. Wo ist er denn? Haben wir das noch gar nicht? Oder ist das das System? Pferdekopfnebel, natürlich war das das System. So. Fortuna und Strennus oder Strennus. Und da brauchen wir den Planeten Juntol oder Juntori, ich kann es gerade nicht so gut lesen. Juntol, das ist er doch. Auch hier ist nichts. Und dann können wir noch ins Voyager Cluster. Der war auch da oben irgendwo, ne? Kepler. Nee. Amazon. Hier gibt's nur einen. Warum gibt's hier nur einen? Und dann ist das wahrscheinlich der, den ich gerne erforschen würde. Okay, dann gucke ich jetzt mal nach, warum
der nicht da ist. So, mittelgroßes Sonnensystem mit 4 Planeten und 2 Asteroidengürteln. So, Nepheron ist der 2. Planet, blablabla. Also sehr viele Informationen. Nicht. Wie heißt das Ding? Columbia. Voyager, Columbia. So. Okay. Kann es vielleicht sein, dass wir erst nach... Aber das geht doch nicht. Ich überlege gerade, wie das denn läuft. Aber ich will jetzt auch nicht spoilern. Aber das ist ja auch eigentlich egal, denn es gibt hier so viele Salarianer-ID-Tags. Das müsste eigentlich... ist ja eigentlich nur eins von vielen. Ja, dann gehen wir jetzt die ganze Liste nochmal von unten nach oben durch und landen mal auf den ganzen Planeten. Das sind 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Das hält sich in Grenzen, deswegen, wie gesagt, ich hoffe weiterhin, dass das uns nicht allzu lange aufhält. Stück Theta, jawohl, Erebus. Und dann müssen wir landen auf Nepmos. Genau da müssen wir landen. So. Und annehmen. Die beiden würde ich gerne mitnehmen. Planet kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Und ich glaube... Wir haben auf jeden Fall schon alles... Alles abgegrast, das sieht auf jeden Fall so aus. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht groß. Upsi. Will ich jetzt auch gar nicht groß hier rumpalabern, sondern direkt wieder zurück. So, dann haben wir den. Hades Gamma. Weiter geht's. Einmal Hades Gamma. Okay, Jeta. Ich glaube, das war hier vorne irgendwo, oder? Ja. Plutus ist korrekt. Und dann lautet der Planet Nonuel. Wo haben wir ihn denn? Da. Das ist er.
Witzig, sieht genauso gleich aus wie der andere. Also, dann gucken wir mal, was haben wir denn da? Okay, also hier ist irgendwas bei... Hier ist irgendwas an der Position. Ich weiß nicht genau, was es ist. Deswegen werde ich jetzt mal gucken fahren. Ansonsten habe ich da scheinbar auch schon alles. Nee, du. Lass mal. Das muss nicht sein. In die Lava will ich, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, sorry, wenn ich jetzt da irgendwie eine Liste bemühen muss, wo die Sachen alle sind, aber also ich habe jetzt schon alle abgescannt, alle Planeten. Ich war eigentlich schon gefühlt auf allen Planeten gewesen. Wir haben ja 2 Folgen damit investiert, einfach nur 2, 3 Folgen investiert, auf die richtigen oder auf alle Planeten mal gewesen zu sein oder in allen Systemen alle Planeten abgescannt, die Asteroidengürtel abgescannt. So, jetzt dürftest du gerne bitte weiter nach oben fahren. So, okay, dann müssen wir jetzt noch das Stückchen hier nach oben. Das führt zu nichts. So. Okay, das ist also kurz da vor der Grenze. Ich hätte natürlich auch mal auf die anderen Punkte gucken können. So, das soll hier sein. Oh, und der Stein. Und der bringt mir anscheinend endlich mal was. Sie müssen umdrehen, Commander. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Sie müssen umdrehen, Commander. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Jetzt hier auf jeden Fall nichts finden werde, deswegen kann ich ruhig ganz getrost den letzten Spielstand nochmal laden. Also nichts passiert. Okay, das ist sogar weiter als ich dachte. Einmal zurück zur Normandy, sonst sehe ich. Oder sehe ich vielleicht doch was? Moment, muss leider nochmal landen, weil ich glaube, vielleicht. Vielleicht habe ich da was. So, und das. Und los. Ja, bin ich doch glatt mal schön in die Falle gelaufen. Trümmer.
Yes, das dürfte gut sein. Also, da bin ich ja gerade mal richtig schön in die Falle gelaufen. Ja, ich hätte eigentlich schon merken sollen, dass da vielleicht was ist, was ich nicht unbedingt brauche, weil eben auf der Karte, die ich habe, kein Symbol vermerkt ist, sondern einfach nur eine simple Zahl. Und deswegen... Ja, war das nicht sonderlich vielversprechend. Aber wir haben hier noch Trümmerteile und ich bin gleich zuversichtlich, dass das schon die Ende der Suche oder das Ende der Suche sein könnte. Es kann natürlich auch jetzt ganz simpel irgendwelche Ausrüstungsgegenstände sein. Abgestürzte Sonde, manuelles Kurzschließen. Ja. Ich bin's doch nur. Ja. Es sind halt doch leider nur irgendwelche Gegenstände, die ich brauche. Schade, schade. Es wäre auch zu schön gewesen. Aber sonst, was haben wir hier? Söldnercamp, Warlord Außenposten. Tja. Na, dann gehen wir halt zurück zur Normandie. Und damit weiter zum nächsten Planeten. Und das wäre Nonuel, da waren wir jetzt. Also ebenfalls Hades Gamma im Dis-System. Und dann ist das Klinsal. Und doch da, meine ich, wären wir schon gewesen. Aber das... Ich verstehe es eigentlich nicht, weil eigentlich müssten wir da schon mehr als drei haben. Okay. Ja, ich bin noch ein bisschen ja, ein bisschen blöd bin ich, denn ich habe jetzt die ganze Zeit bei den Medaillons geguckt. Und nicht bei den ID-Tags. Dann schauen wir doch mal bei. Sind alles Planeten zum Landen? Es sind auch vier. Und ich würde sagen, wir starten mal oben beim Armstrong-Nebel. Und gehen dann ins Hahn-System. Nope. Ins Hong-System, nicht ins Hahn. Da. Da muss ich hin. Und da ist es der Planet Kespin, wo wir hin müssen. Also eigentlich bin ich hier auch schon alles durch. Also es würde mich wundern, wenn hier irgendwas ist, weil es kann eigentlich nur irgendein System sein, wo ich noch nicht hin darf oder wo ich prinzipiell nicht, nicht hin darf. Wo ich noch irgendwas für machen muss. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsplaneten, so steil wie diese Berge hier sind. Okay, schauen wir auf die Map. Und schauen wir auch mal hier auf Kespin. Und da gibt es nichts. Wenn wir direkt wieder gehen. Dann wäre das nächste Sparta. Also Artemis Tau, Sparta und Edolus. Also Artemis Tau. Und Sparta. Planet Edolus. Es könnte vielleicht sogar der Planet sein, wo wir auch die andere Mission noch haben. Ich glaube, da geht es um ein vermisstes Forscherteam, Wissenschaftlerteam. Oder vermisste Marines, kann auch sein. Muss ja irgendwie alles irgendwie mal suchen.
Blick auf die Map. Das sieht tatsächlich schon vielversprechend aus, auch wenn ich es wahrscheinlich bereuen werde. Aber wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin zum Notsignal. Das ist nämlich Quest Nummer 1. Da schlagen wir praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Auch wenn ich jetzt gerade noch mal eine Sache gucken muss. Und zwar in der Steuerung. Nee, irgendwie nicht Tasten zu Ohren. So, Kampf. So, Fahrzeug. Ja, recht passend. Doch nicht. Oh, Schluss jetzt. So. Jetzt mal reparieren. So, dann gucken wir mal, was hier los ist. Allianz Marine. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Ja, Medizinkit. Anscheinend unterstehen diese Männer Admiral Kahokos Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Ja. Also, das war es dann auch im Grunde genommen schon. Wir können jetzt natürlich nicht mehr zurück. Aus Gründen. So, das ist jetzt soweit, glaube ich, erledigt. Das heißt, ich glaube, diese Quest können wir ja nicht mehr erledigen. Wenn ich mich nicht, also wenn mich nicht alles täuscht.
Aber wir können hier vorne nochmal hingehen. Und dann... ja, werden wir uns wahrscheinlich um das DLC kümmern. Also nochmal ein Planet, der ein bisschen handsam ist, was das Klettern angeht. So. Wo ist das gute Stück? Da ist es doch. Umgruppieren! Gott. Mumifizierter Salarianer. Artefakt bergen. Und dann dürften wir es haben. ID-Tech gefunden. Ich bin unterwegs. Okay, schauen wir mal kurz. Dann gehen wir jetzt mal ins Makro und dann schauen wir mal kurz in die Questreihe. Tagebuch, Träge für Mr. Marines, das einzige. Und auch da müssen wir nur noch mit Kahoku sprechen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir noch mal auf die Citadel kommen. Und weil wir sind ja sozusagen geflohen von der Citadel, das ist ja in einer der vorherigen Folgen, könnt ihr das nochmal nachsehen. Gibt es ja alles auf YouTube. Wir sind also geflohen von der Normandie, von der Citadel geflohen, weil wir eigentlich festgehalten wurden. Unser Schiff wurde stillgelegt. Und ja, das ist der Grund, warum wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurück können. Also es wäre auf jeden Fall unlogisch, wenn wir zurückkämen. Genau. Also, was machen wir als nächstes? Gesundheit und Schadensschutz. Ja, das hört sich ganz gut an. Wir können noch mal ein bisschen auf... ja, gut, machen wir erstmal so. Die Era. Barriere. Ja. Und Stase. Und Tali. Tali kann... ja. Was haben wir denn da? Erste Hilfe. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Gut, dann können wir... jetzt das Kapitel einmal abhaken und können zurück zur Normandy wechseln. Das gute Stück kann ich hier zumachen. Und dann können wir jetzt zur Karte wechseln. Und ja, eigentlich können wir uns dann um das DLC kümmern. Und zwar Asteroid X57. Was erwartet uns da? X57. So, X57 ist ein metallischer Asteroid und befand sich ursprünglich am hintersten Lagrange-Punkt des Gasgiganten Bohr. Mit der immer stärker werdenden Entwicklung auf Terra Nova wurde auch eine neue orbitale Hafenstation nötig. Aufgrund zu geringer Geldmittel wurde entschieden, X57 auszuschlachten und mit den abgebauten Rohstoffen das Innere der Station bewohnbar zu machen. Der Asteroid wurde mit Hilfe von Fusionsantrieben aus der Umlaufbahn von Bohr geschleudert, sodass er direkt in die Umlaufbahn von Terra Nova fallen sollte. Seit kurzem ist die Kommunikation zum Technikerteam auf X57 abgerissen. Die Fusionsantriebe wurden neu gezündet und der Asteroid rast auf Terra Nova zu. Wir nehmen wieder die zwei Mädels mit. Liara und Tali sind einfach für mich die mit den besten Skills. Und überprüfen. Nee, Quatsch. Squad annehmen. Status. Sensoren erfassen drei Fusionsantriebe auf Asteroid X57. Bei seiner derzeitigen Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren.
Analyse. Antriebe müssen deaktiviert werden, um Entschleunigung zu drosseln. Hallo, ich habe Ihre Nachricht mitgehört. Können Sie mich hören? Sie haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Schalten Sie die Fusion. Werden wir alle sterben? Gott, ich hoffe inständig, dass Sie mich hören können. Also, das ist die Run-Story. Wir sind auf einem Asteroiden gelandet und müssen verhindern, dass dieser Asteroid auf den Planeten knallt. Und das soll verhindern, dass Millionen von Menschenleben ausgelöscht werden. Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich... Kreuzfeuer. Upsi. Zwei Treffer kann man schon mal kassieren. Okay, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Ich sehe jetzt zumindest nichts mehr. Dann gehen wir rein. Batteriana. Harak, check, check. Nächster bitte. So, wir gucken natürlich mal wieder nach den Kisten. Hier wird es wahrscheinlich Kisten geben. Vermute ich einfach mal. Hier ist nichts. So, mittelschwere Dechiffrierung, das ist doch bestimmt was. Entschuldigung. Verdammt. So, einmal den Antrieb deaktivieren. Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Ich kann Sie hören. Was ist hier los? Wer sind Sie? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit Ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Ja.
Also, Batarianer versuchen aus irgendeinem Grund diesen Asteroiden auf den Planeten stürzen zu lassen. Und das gefällt mir natürlich gar nicht. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Erstmal die Antriebe ausschalten. Einen haben wir ja schon. Zwei Granaten ist immer gut. Sonst ist hier nichts, nur eine. Naja, was ist das hier? Ein Spind halt, ne? Crossfire, Scimitar 9, Scimitar 9 und Lancer. Ja. Also ich glaube, irgendwann nehmen die sich alle nicht mehr viel. Auch wenn wir sicherlich vor dem Finale nochmal gucken, was da so an Waffen ist, die vielleicht besser sein könnten. Oh, ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Es braucht mehr als ein Schüsschen, um mich außer Gefecht zu setzen. Tut mir leid. Ich habe erst bemerkt, dass Sie ein Mensch sind, als... Naja. Ich schätze, ich bin kein Vorzeigesoldat. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Commander Shepard von der Allianz. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Ich... Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Ich habe keine Zeit, das im Kopf auszurechnen. Was passiert, wenn wir diesen Felsbrocken nicht aufhalten? X-57 hat einen Durchmesser von 22 Kilometern. Doppelt so groß wie der Asteroid, der damals auf der Erde die Dinosaurier auslöschte. Es wäre so, als würden Millionen Fusionsbomben auf einmal detonieren. Millionen. Die Hitze der Explosion würde selbst in 1000 Kilometern Entfernung noch ihre Kleidung verbrennen. Es wird verheerende Brände auf dem ganzen Planeten geben. Die Druckwelle wird alles im Umkreis von hunderten Kilometern dem Erdboden gleichmachen. Terra Nova wird sterben, Shepard. Nicht nur unsere Kolonie, nein, der ganze Planet. Es wird einen Klimawechsel geben, Massenaussterben. Das Ökosystem wird tausende von Jahren brauchen, um sich davon zu erholen. Vielleicht sogar Millionen. Das ergibt doch keinen Sinn. Batarianer organisieren sich oft in kriminellen Gangs. Nicht sehr ethisch, aber profitabel. Sie zerstören keine Welten. Was würden sie dadurch gewinnen? Ich kenne alle Geschichten. Sklavenhändlerringe, die Menschen wie Tiere verhökern. Piratenbanden, die Kolonien niederbrennen. Aber das ist... Die Zitadell-Konventionen untersagen mutwillige Asteroiden-Kollisionen. Ich hätte nie gedacht, die Batarianer würden so weit gehen. Die meisten Batarianer sind keine Genoziden-Irren. Aber das hier sind Terroristen. Ich weiß, es ist nur... Ich hatte diese Entwicklung nicht erwartet, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Überall Batarianer und ich muss alle 3 Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Die Zeit wird knapp. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batarianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Ich werde sie suchen. Trotzdem haben die Fusionsantriebe Priorität. Ja, da haben Sie recht. Terra Nova zu retten ist wichtiger als mein Team. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batarianer haben sie als Geiseln. Die Zeit wird knapp. Ich mache mich lieber auf den Weg. Ich mache mich lieber rar für den Fall, dass einige Batarianer zurückkommen. Viel Glück, Shepard. Tja, sieht nicht gut aus. Stellst du dich jetzt tot? Oder ist es ein anderer? Wie auch immer. Wir müssen weiter. Und ja, kümmern uns dann mal um den nächsten Antrieb.
Wo müssen wir da hin? Da vorne. Komm, ich fahr lieber außen rum. Ja, das ist eine der Missionen, die mir relativ spät erst aufgefallen ist. Ich weiß nicht wieso und weshalb ich die erst. Können Sie mich hören? Wir haben zu viele Interferenzen. Verdammtes Ding. Tut mir leid, aber ich habe einige Rückkopplungen. Mal sehen, ob ich es reparieren kann. Rufen Sie in der Zwischenzeit einfach. Ja, auch noch welche. Greifen Ziel an! Das ist natürlich ganz groß. Erstmal Deckung suchen und dann die Kollegen hier. Was du damit machst. Ups. Nicht viel anscheinend. Nicht viel. Ja, die haben also jetzt schon ein bisschen mehr auf dem Kasten. Zündkabel. Ah, okay. Jetzt können wir also diese Zündkapseln entschärfen und dann müssen wir uns nachher nicht mehr Gedanken machen. Panzerung aufladen. Würden Sie bitte sterben? Danke. Zu freundlich. Oh, Drohne. Okay. Wachst schon ein bisschen rum, oder?
versuchst es mal weiter mit deiner Shotgun. Das wird sicherlich funktionieren. Ein bisschen was von Scheiben schießen gerade. Dieser Drohne nicht. Alles anscheinend. Okay. Ja, halb so wild. Halb so wild, Tani. So, das nehmen wir natürlich noch mit. Sehe ich dein Medizinkit? Ich sehe dein Medizinkit. Oh, und mittelschwere Dechiffrierung. Was ist hier drin? Das war knapp. Gut, das wäre dann Antrieb Nummer 2. Von 3. Antrieb deaktivieren. Sind Sie da? Sie müssen sich beeilen. Sie haben sie ernsthaft sauer gemacht. Ihr Anführer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Ach. Wer schaltet die Antriebe ab? Ich werde Sie nicht nochmal fragen. Finde das Problem und behebe es. Raus mit dir! Ja, erbarmungslos. Eiskalt abgeknallt. Machen also keine Kompromisse. Dann können wir uns jetzt dem dritten Antrieb widmen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass diese... Ja, sieht schon so aus, als wären sie abgeschaltet. Ah, es sieht schon mega krass aus, noch dieser Schweif, dieser Lichtschweif hier.
dann, wie es auf den Planeten zurast, ja. Also es war schon damals auch schon ein Riesenspiel. Okay, das ist Fusionsantrieb Nummer 2. Dann gehen wir jetzt zu Nummer 3. Und ich glaube, da muss ich hier einmal drüber. Sind wir dann auch schon beim dritten. Das ganze Spiel jetzt nochmal von vorne. Also ihr seht, auch das ist jetzt nicht sonderlich einfallsreich. Aber der Wert lag halt damals ganz klar auf anderen Dingen. So, die anderen Kanonen finde ich jetzt noch nicht. Noch. Los geht's! So, dann schauen wir doch mal, was uns jetzt hier erwartet. Damit hier im Kleinen. Ja. Klappt ganz gut. Oh. Das war ein bisschen zu nah für ein Scharfschützengewehr. Die stellen jetzt keine großen Probleme mehr dar. Ist das? Das ist semi-geil gewesen, aber egal. Was ist das denn?
Und ich glaube, das war's. Das wäre dann Antrieb Nummer 3. Und ja, dann haben wir da noch was auf der Karte gesehen. Dann müssen wir natürlich noch den Anführern das Werk legen. Nee, das ist so klug gewesen. So. Problem gelöst. Und dann können wir uns jetzt den anderen Problemen widmen. Wir hatten ja noch ein Forschungsteam, das vermisst wurde. Das werden wir dann jetzt erstmal suchen. Bleiben Sie da stehen! Das hier muss nicht in einem Blutbad enden! Ja, dann sprechen wir erstmal mit ihm. Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen, oder wir können das friedlich lösen. Ich wusste gar nicht, dass ihr Batterianer die Bedeutung dieses Wortes kennt. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven. Sklaven einsammeln. Das Spiel hat's verschluckt. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Sklaven. Millionen Menschen werden sterben. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich befolge hier nur meine Befehle. Würde es nach mir gehen, wären wir längst verschwunden. Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer gehen. Wohl nicht. Balak würde mich bei lebendigem Leib häuten und meine Haut aus lauter Boshaftigkeit verkaufen. Irrer Bastard. Diese Mission ist ein reines Fiasko und ich werde dafür büßen müssen. Warum hören Sie dann noch auf ihn? Gute Frage. Seit wir gelandet sind, habe ich ein ungutes Gefühl. Und jetzt will Balak ihren Tod. Und was Balak will, bekommt Balak auch. Ich kann nichts daran ändern. Wollen Sie denn immer nur der Zweite in der Befehlskette sein? Bringen Sie mich hier raus, dann werde ich mich um Balak kümmern. Dann sind Sie es, der die Befehle gibt. Ja, interessantes Angebot. Hat definitiv seine Vorteile gegenüber der derzeitigen Situation. Abschalten. Das ist jetzt Balaks Problem. Ich hoffe, Sie sind mit der Waffe ebenso schnell wie mit Ihren Versprechungen. Um unser beider Willen. Balak wird bekommen, was er verdient hat. Und das werden Sie auch, wenn ich Sie jemals wieder in menschlichem Territorium erwische. Alles klar soweit? Voll und ganz. Balak hat sich in der Hauptanlage verkrochen. Sie werden das hier brauchen, um reinzukommen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Er ist ein hinterhältiger Bastard. Gehen wir. Wir verschwinden von diesem Felsbrocken. Ups, das war so nicht geplant. Ja, also, jetzt haben wir eine Zugriffskarte, um dem guten Balak mal zu fragen, was das Ganze hier soll. Ups. Und ja, da machen wir uns jetzt auf den Weg erstmal, wie gesagt, die Wissenschaftler zu suchen. Und dann, ja, machen wir uns auf den Weg zur Hauptanlage. Okay, also das ist jetzt die Hauptanlage, genau. Und da ist der Funkturm. Da werden wir jetzt mal gucken gehen. Ja, gut, muss man ein bisschen fahren, aber sei es drum. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Und ja, Nebenquests sollte man genießen, solange sie noch da sind. Denn das ist jetzt eine der letzten Quests. Gerade, ob das, ja, das könnte sogar so ein Weg nach oben sein hier vorne. Schauen wir mal. Ja, auch wenn er relativ schnell endet. Vielleicht kommen wir ja. Vielleicht kommen wir ja hoch. Ja, sieht gut aus. So, und dann einfach geradeaus.
umgruppieren. Transmitterturm. Ups. Datenlink zwischen dem Funkturm und diversen Forschungsstationen wurde wiederhergestellt. Die Standorte der Forschungsstationen werden jetzt auf ihrer Karte angezeigt. Okay, ja, das ist doch nochmal ein ganzes Stück hier. Versuche einfach mal hier oben zu bleiben, denn so wie das auf der Karte aussah, ist es auch eher weiter oben gelegen. Vielleicht können wir so darum gehen, dass wir die ganzen Berge kraxeln müssen. Obwohl das jetzt hier gerade schon ziemlich eng wird. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Ah, es wird ziemlich eng. Aber es hat gereicht. Okay, dann schauen wir. Körper von G. Mandel. Dieses Opfer wurde brutal verprügelt und dann aus nächster Nähe von einem Pistolenschuss in den Hinterkopf getötet. Vermutlich hat er sich ergeben und wurde dann von seinen sadistischen Verfolgern exekutiert. Stationsprotokolle untersuchen. Letzter Eintrag, Forschungsstation 3, protokolliert von Techniker G. Mendel. Der zentrale Funkturm ist wieder mal defekt. Nie hört mal jemand auf meine Warnungen bezüglich einzelner Fehlerquellen. Ich bin überrascht, dass unsere Oberflächenkommunikation überhaupt funktioniert. Wenn Slays auftaucht, um mich abzulösen, werde ich mal sehen, ob ich die alte Lady wieder flott bekomme. Tja, vielleicht wurde sie auch einfach zerstört. Logic Arrest 9. Das interessiert mich. Jo, alles nehmen. Das interessiert mich. Was haben wir hier? Gehen wir in die 5. Das ist Granatwerfer. Ich glaube, das ist eher was entweder für Liara. Universalwerkzeug. Das ist nicht sowas da. Okay. Schildbonus, Medizin-Nachladebonus. Aber dafür ist der Tech-Abkühlungsbonus geringer. Guck mal gerade. Hallo, Hallöchen. Na, wer bist du denn? Den nehmen wir doch. Den nehmen wir doch. Wow. Der ist auch nicht schlecht. Aber zu schwer für mich. Ja, also wie gesagt, die tun sich jetzt ja alle nicht viel, ne? Das ist einfach Sokolov 9. Hier habe ich noch nicht mal mehr meine Spezialwaffe. Ja, also, ich glaube, die tun sich jetzt alle nicht viel. Forschungsstation 2, Forschungsstation... Oh, dann haben wir jetzt von hinten angefangen. Egal, gehen wir jetzt erstmal zu 1, weil es einfach gerade am nächsten dran liegt. Na gut, ich könnte mich jetzt hier entlang schlängeln, mal gucken, wie das funktioniert.
Dann gehen wir mal lieber zurück. Sonst werden wir noch irgendwo anders hingesetzt. Oder wieder zurück. Muss ja auch nicht sein. Ganz gut hoch. Geben Sie mir Deckung. Glaub nicht, dass das nötig ist. So, langsam wird es wieder eng im Inventar. Na. Gehen wir halt außen rum. Auch hier wieder eine erste Hilfsstation. So, Köper. Köper von C. Heims. Obwohl, untersuchen wir erstmal hier. Hier spricht Dr. Heims. Sie haben mich gefunden. Verdammte Batterianer. Ich kann sie umherstreifen hören. Sie versuchen, einen Weg hier reinzufinden. Es klingt, als wollten sie was an der Tür anbringen. Sollte ich es nicht schaffen, richte... Ja. Diese Leiche weist diverse Verbrennungen auf und zeigt Anzeichen eines schweren Schädelhirntraumas. Glücklicherweise hat die Explosion sie auf der Stelle getötet. Ja, auch hier wieder äußerst brutal vorgegangen, diese Batterianer. Kennen anscheinend kein Pardon. So, und jetzt einmal querfeldein. Das ist diesmal der schnellste Weg. Aber kann ich ja doch mal hier hochfahren jetzt. Das interessiert mich doch, was hier so ist. Vielleicht eh wieder nur Waffen oder Ausrüstung, irgendwie sowas. Unterwegs zur Position. Okay. In diesem Computer sind lauter Operationsprotokolle und persönliche Aufzeichnungen für einen kleinen Piratensender gespeichert, der von X-57 Ingenieuren betrieben wurde. Dazu gehören auch Skripte diverser Werbenachrichten, die scheinbar alle noch nicht aufgenommen worden sind. Radio X-57, auf diesem Felsen, auf Sendung seit 2182. Radio X-57. Wenn Ihnen Ihre Welt hohl vorkommt, helfen wir Ihnen, nach den Sternen zu greifen. X-57. Nur für die Harten. X-57. Ihre letzte, beste Hoffnung auf Rock innerhalb der nächsten 300.000 Kilometer. Okay, ich dachte, da gibt es noch mehrere Melodien, aber nur die eine. Auch wenn sie kultig ist, ohne jeden Zweifel. Und weiter geht die Reise.
mal rechts abbiegen. Oh, das ist steil. Uiuiui. Uff. Aber unser Marco hält alles aus. Hier, schwere Dechiffrierung. Oh, das, da muss was Nettes drin sein. Wie kommen wir denn am besten ran? Oh, nein. Das war's. Komm, einmal versuchen wir es noch. Falsch rum. Dann, wir haben genug Universalgel, da müssen wir gar keinen großen Hantier machen. So. Letzter Eintrag, Forschungsstation 2, protokolliert vom Forschungsleiter R. Montoya. Die Kommunikation ist abgerissen und in der Nähe der Hauptanlage landen unbekannte Shuttles. Am Horizont waren Lichtblitze zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, sie stammen von schweren Geschützen. Ich werde jetzt gemäß der Notfallvorschriften die Abwehrdrohnen scharf machen. Ich werde nicht auf meine Abholung warten. Ich werde der Sache nachgehen. Ja genau, die müssen natürlich ausgerechnet jetzt kommen. Wenn alles schon wieder vorbei ist. Nicht mit ihr gerechnet. Na? Ah ja, hier. Gut, 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 gut. So, was haben wir hier? Undeutliche Fußabdrücke im Staub führen nach Osten. Wir nehmen als Marco, weil wir es können. Verstanden. Leiche von R. Montoya. Allem Anschein nach starb er durch einen einzelnen Schuss, der seinen Helm durchschlug. Wahrscheinlich von einem batterianischen Scharfschützen. Wer auch immer, wer ihn noch getötet hat, machte sich nicht mal die Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausrüstungsgegenstände bei sich. Bioverstärker Prodigy. Bioverstärker. Okay. Schön noch drüber fahren. Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten kleinen Finale dieses kleinen oder dieses Spiels, nämlich das Finale des DLC. Warten 6 Kanonentürme auf uns. Wird also nicht gespart.
Ach was, ernsthaft? Entschuldigung. Was ihr könnt, kann ich auch. Okay, also das war schon mal der erste Streich. Gehen los. Dann einmal schnell speichern und los geht's. Am Empfang sitzt keiner. Zwei Granaten, die nehme ich. Du hast aber Glück gehabt. So, bringt hier alle Sticks. So, wo war jetzt die Drohne? Irgendwo eine Drohne gesehen. Oh, jetzt kommen sie von der Seite. Nee, falsche Waffe. Ich stelle mich schon gerade ziemlich blöd an. ETF. Erhöhte Position ist ja schon mal nicht ganz so verkehrt. Also, ich würde gerne schießen.
hin und her hier. Das ist der letzte. Glaube, ich muss erstmal nach unten, oder? Noch jemand? Auf einmal. Stirb, Männer! Ihr Menschen! Ihr macht mehr Ärger, als ihr wert seid. Lassen Sie. Dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde. Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batterianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können, abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt, mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir, das wussten wir. Und auch der Rat wusste das, aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld, Sie und Ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Ging es auf Elysium darum, unsere Aufmerksamkeit zu erregen? Tja, das habt ihr geschafft. Und als wir antworteten, seid ihr feige weggerannt. Jetzt wollt ihr das alles von vorn anfangen lassen? Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde Sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass Sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn Sie Ihre Freunde retten wollen. Alle Ziele eliminiert. Feindkontakt. Oh. Ein drittes zur ersten Bombe. Zwei Bomben übrig. Ich werde jetzt erstmal.
erstmal darum kümmern und dann können wir mal ein paar wegnatzen. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas? Ich habe eigentlich keinen. So, funktionieren. Müssen wir hin auf die andere Seite. Alle Sprengladungen wurden deaktiviert. Befreien Sie die Wissenschaftler aus der Gefängniszelle im Büro der unteren Ebene. Er ist verschwunden. Hat das seine Richtigkeit? Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, Sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit ihrem Team? Balak hielt sie als Geisel. Ich habe ihn gehen lassen, um sie zu retten. Einen Terroristen gehen lassen oder Unschuldige opfern? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste. Ist das... werden Sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Die Allianz hat ein ganzes Heer aus Leuten wie mir, die nur darauf warten, ihn unschädlich zu machen. Wir behalten ihn im Auge. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit, zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung. Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Ich weiß, ich verlange eine Menge, aber... was ist mit dem Universalwerkzeug? Ich könnte sowas wirklich gut gebrauchen. Shepard, ich denke, ich habe erwähnt, dass Sie meine Kinder und Enkel gerettet haben. Was ist dagegen schon ein Universalwerkzeug? Hier, nehmen Sie es ruhig. Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Ja, alle. Jedenfalls ihre Leichen. Oh, verstehe. Nun denn, ist wohl besser so, als im Ungewissen zu sein. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. Und noch ein Servant. Okay. Sie müssen 16 Gegenstände verwerten. Ja, ne, dann... oder muss ich sie alle jetzt? Thank you.
Okay, dann gucken wir jetzt noch mal bei... Ich glaube, Clearer ist die einzige, die das ausstatten kann. Universalwerkzeug. Nee. Ja, sie kann es auch ausstatten. Universalwerkzeug hat er nisch. Bio-Verstärker. Dann geben wir das doch einfach mal Tali. So. Cool. Dann noch die Geiseln rauslassen. Unglaublich, dass sie Bala gehen ließen, um uns zu retten. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass sie uns sterben lassen. Ein paar zum Wohle aller Opfern. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batterianer. Außerdem wird Balak nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er kann nicht ewig weglaufen. Tja, jetzt klingen sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. War ihr Bruder derjenige, den Balak umgebracht hat? Ja, Aaron. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Shepard. Commander Shepard. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß das zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen. Und so geht diese Geschichte hier zu Ende. Wir haben, oder ich habe mich natürlich dafür entschieden, die Geiseln zu retten. Wäre ich jetzt im Renegade-Mode unterwegs und wäre ich jetzt im Renegade-Mode unterwegs gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Aber ja, so läuft das halt nicht, wenn man Paragon spielt. Zumindest nicht für mich. Okay. Gut, dann können wir den... Ja, ich hätte schon fast Planeten gesagt, natürlich den Asteroiden verlassen und einmal zurück zur Normandy. Und jetzt können wir, nachdem wir jetzt wirklich all die ganz wichtigen Sachen gemacht haben, können wir dann jetzt uns um die Rettung der Milchstraße kümmern. Okay, wir fliegen nach Ilos. Ins Refugee. Ins Refuge. Refugee, wie auch immer. System. Und dann schauen wir mal, was da so passiert. Dann auf nach Ilos. Skipper? Du musst mich nicht so nennen. Ich bin jetzt ein Verräter. Und ich sollte diese Uniform wahrscheinlich nicht mehr tragen. Wir mussten das tun, Shepard. Das wissen Sie. Es gab keinen anderen Weg. Und für mich werden Sie immer der Skipper sein. Oh, Captain. Mein Captain. Zuerst Alfred Tennyson, jetzt Walt Whitman. Du bist voller Überraschungen. Mein Vater liebte diese pralle Poesie. Meine Mutter bevorzugte hingegen Plath. Ich bin keine Frau des Wortes, Shepard. Andere Leute können meine Gedanken besser in Worte fassen als ich. Wir sind Meuterer, die mit einem gestohlenen Schlachtschiff in das gefährlichste System der Galaxis fliegen. Ich könnte es dem Rat nicht verdenken, wenn er uns tollkühn oder aggressiv nennt. Vor einigen Monaten hättest du das noch anders gesehen. Seitdem ich an Bord bin, habe ich viel nachgedacht. Der Tod schließt alles ab.
Doch etwas vor dem Ende, ein Werk von edlem Ruf, kann man noch tun, das nicht unwürdig ist der Männer, die mit Göttern stritten. Wir kommen wieder nach Hause, Shepard. Ich glaube, dass du uns da durchführst. Oh, Captain, mein Captain. Ist mein Rang alles, was du siehst, wenn du mich ansiehst? Nein. Ich sehe einen starken, leidenschaftlichen Mann. Mit einem tollen Hintern. Es gibt Regeln, die uns das untersagen. Weißt du das? Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Ich habe mein ganzes Leben gekämpft, um das zu kriegen, was ich haben wollte. Und dafür musste ich auf viele Dinge verzichten. Während der ganzen Zeit hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass ich das, worum ich kämpfte, auch verdient hätte. Bei dir fühle ich mich jedoch gut. Schlaf heute Nacht hier, Ash. Bei mir. Tapfere Worte, Shepard. Das gefällt mir. Dies ist kein Wettbewerb, Ash. Ich mache dir nichts vor, Shepard. Aber du wirst es schon noch lernen. Nicht schlecht. Das gibt dem Runter- und 20 Liegestütze eine ganz andere Bedeutung, was? Würdest du die Augen verdrehen, wenn ich zugebe, dass ich zum ersten Mal seit Monaten das Gefühl habe, dass mit der Galaxis alles in Ordnung ist? Ja. Brücke an Commander Shepard. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Die Pflicht ruft. Geh auf die Brücke, Skipper. Ich muss erst noch die anderen Waffen überprüfen. Hey, Shepard? Was immer da unten passiert, da wollte ich vorher nur noch sagen... Warte, weißt du was? Ich sag's lieber nicht. Wenn du das wirklich hören willst, dann musst du schon zu mir zurückkommen. Commander? Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet.
Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. So. Ja, das war jetzt mal eine etwas längere Zwischensequenz. Hab's jetzt einfach mal laufen lassen. Oh, jetzt geht's hier aber richtig los. Das war ein Glückstreffer. Und weiter geht's. Die Jungs haben ordentlich Stoff gerade drauf. Ziemlich nah unterwegs. Das ist nicht euer Ernst. Bisschen gecheatet, aber naja. Das ist der Fahrstuhl. Ich glaube, ich muss aber hier an den Fahrstuhl. Oh. So, das ist der hier. Und damit ich jetzt nicht irgendwie wieder falsch laufe. Ja, hätte man ruhig noch den Button alles auf Universal reduzieren reinpacken können. Läuferkontrolle. Hm.
irgendwo war ja noch jemand. Ja, geht Pionier. Und der hat nicht viel anscheinend. Wieder falsch gelaufen. Ich glaube, ich habe mich wieder verirrt. Ja. Und so einer wie ich soll die Galaxie retten. Ja, ich glaube, hier geht's lang. Ruhigere Phase. Und schon wird es schon wieder rot. Das war's jetzt für den Moment. Bin ich hier richtig? Ich muss eigentlich nur geradeaus. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach was. Ich bin einfach nur eine Etage höher gelandet und habe hier noch einen Container. Aber naja, hier brauche ich eigentlich gar nicht hin. Ne? Dann gehen wir natürlich wieder runter. So. Dann können wir ja weitergehen. Sicher gehen, dass wir auch richtig laufen. Okay, das hätten wir auch erledigt. Ja, diese Dinger sind eigentlich ziemlich fies, muss man sagen. So, also wir sind da
Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hineinzukommen. Damit. Das Scharfschützengewehr kann schon was. Jetzt glaube ich, würde ich doch gerne lieber auf Sturmgewehr gehen, falls mir noch irgendjemand unverhofft über die Füße läuft. Aber das scheint nicht so zu sein. Schwere Dechiffrierung können wir alles nicht mitnehmen. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment, da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Keinen kommen. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Natürlich! Zwischen den Sendern und der Dechiffrierung könnte ein Verständnis der proteanischen Sprache auf sie übertragen worden sein. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Nein, Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten! Das wollen wir mal sehen, ne? Ob das nicht aufzuhalten ist. Also das ist mir schon sehr pessimistisch, ne? Es geht sehr weit nach oben. Den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzudringen.
mein ganzes Leben lang habe ich die Proteane studiert. Aber ich hatte nie davon geträumt, so etwas mal sehen zu dürfen. Dieser Bunker war vielleicht die letzte Zuflucht einer ganzen Spezies. Nein. Ein Ort voller mysteriöser Entdeckungen. Unermessliche Geheimnisse könnten sich hier verbergen. Hey, schon vergessen, warum wir hier sind? Saren, die Röhre, das Schicksal der ganzen bekannten Galaxie. Tut mir leid, ich war etwas überwältigt. Aber ich hoffe, dass noch Zeit bleibt, diesen Ort zu untersuchen, wenn der Job erledigt ist. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt. Oder in einen Hinterhalt. Ach, gucke mal. Sie müssen zu sehr in eine dafür gewesen sein. Gucke mal. Oder die böse Überraschung kommt. Wahrscheinlich haben die Proteaner versucht, mit Hilfe von Kryotechnik zu überleben. Aber irgendetwas ist dabei schiefgelaufen. Dieser Bunker wurde zum Sarg. Diese Kapseln und ihre Inhalte sind jedenfalls tot. Wirklich alle? Hier sind hunderte von diesen Kapseln. Was hat Saren gehofft, hier zu finden? Hier gibt es nur Leichen. Vorbereitet. Ja, Liara glaubt nicht, dass Saren dahinter steckt. Das hat sie jetzt nicht vorgelesen. Ich glaube, weil... Oder... nicht gesagt. Ich glaube, weil wir auch schon ausgestiegen sind aus dem Marco. Ich habe die Proteaner jahrzehntelang studiert. Aber ein derartiges Gefühl habe ich noch nie verspürt. Was werden wir da unten vorfinden? Was immer es auch sein mag, seien Sie vorsichtig. Wäre dies einfach nur eine automatische Falle, so hätte sie Saren ebenfalls ausgelöst. Ja, jetzt finden wir also Vigil vor. Eine KI der Proteaner. So viel, denke ich, darf ich schon mal vorwegnehmen. Aber was Vigil uns jetzt genau zu sagen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge Mass Effect. Ich möchte mich für heute verabschieden und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Mass Effect 1 im nächsten Part dann eben durchkriegen werden und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wer weiß es schon genau. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr, sofern ihr nachher auf YouTube das Ganze bis zum Ende schaut, mir ein Like gebt oder meinen Kanal abonniert. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr nichts mehr von mir, wenn ein neues Video kommt. Für jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.